Willkommen zur nächsten Ausgabe von Rock of Ages 3. Wenn es euch gefällt, lasst gerne eine Bewertung da und abonniert den Kanal, um die nächste Folge nicht zu verpassen. Und jetzt viel Spaß! Ich habe mir heute gedacht, wir versuchen heute mal in dieser Folge diese beiden Aufgaben zu machen. Und gleichzeitig aus rein Spannungsgründen werde ich euch diese und diese Mission zum Beispiel nicht zeigen, aber ich werde sie trotzdem spielen. Und ich werde Lawine komplett weglassen, weil das ist alles nicht so spektakulär und ich will ja auch wenigstens, dass es spannend ist. Dementsprechend würde ich sagen, ich hole mir mal kurz hier diese Einheit. Die Einheit ist, by the way, diese komischen Explosionsfässer, die wir jetzt endlich auch mal bekommen. Und damit ist die auf freigeschalten. Und dann können wir uns jetzt nämlich erstmal um die ganzen Hauptmissionen kümmern. Zumindest die, die auch wirklich interessant sind und spannend. Zum Beispiel hier das Zeitrennen. Weil Zeitrennen läuft immer so ein bisschen schwierig, weil so gut bin ich in dem ganzen Ding nämlich nicht. Das könnte jetzt auf jeden Fall kompliziert werden. Ich bin gespannt. Die Map hat verschiedene Wege. Ich weiß nicht, wie gut ich das finden soll. Oh mein Gott, was ist? Was mache ich hier? Hilfe! Nope, 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 nope. Oh, ist das knapp. Danke. Alles gut gegangen? Alter, was ist das für eine Map? Was ist das für eine Map? Jesus Christ. Jetzt komme ich clean durch. Die Frage ist, ob das auch so bleibt. Nope, bleibt nicht so. Hilfe. Scheißbaum. Ich habe nur gemerkt nach der letzten Folge, dass es irgendwie manche Modi nicht mehr so spannend sind, weil wir da halt immer gewinnen ohne Probleme. Dementsprechend habe ich mir gedacht, diese Modi werde ich rauslassen und dafür versuchen, mehr in einer Folge zu schaffen. Dann kriegt man umso mehr im Inhalt und das ist ja auch nicht schlecht. Ich glaube, da beschwert sich keiner. Ups. Oh, ist das knapp? Nein? Och nö. Wir haben auch die Hälfte der Zeit. Ich wurde jetzt ziemlich weit zurückgesetzt, was ein Problem ist. Und ich bin nochmal runtergefallen. Okay, jetzt wird's knapp. Ja, jetzt habe ich auf jeden Fall versagt. Ich starte gleich mal neu. Okay, wir sind wieder an der gleichen Stelle, diesmal mit einer besseren Zeit. Jetzt hoffentlich keine Fehler, weil ich mache die ganze Zeit welche. Das war einer. Das war einer. Nein. So, jetzt aber. Ich habe es geschafft. Sehr gut. Wichtig. Hat jetzt auch viel zu lange gedauert. Oh Gott, was ist das denn jetzt hier? Jesus Christ. Diese Map ist viel zu schwer. Ich glaube, ihr versteht, warum wir Zeitrennen auf jeden Fall noch spielen. Das ist echt viel zu kompliziert. Hilfe. Vor allem muss ich mich immer so konzentrieren. Und das ist ja auch wirklich keine einfache Map. Hätten wir ein bisschen die KI schlauer machen können, anstatt die Map so schwierig. Jesus Christ. Nein. Woher soll ich wissen, dass es hier nochmal um die Ecke geht? Ich habe halt auch nicht mehr so viel Zeit, ne? Das Ziel sollte jetzt zwar in der Nähe sein, aber irgendwie geht mir halt auch die Zeit aus. Abbremsen. Und dann hier noch durch die Kanone durch. Let's go. Ja, das wird jetzt nochmal lustig. Wobei, das müsste ich schaffen, oder? Wird richtig knapp. Das wird richtig knapp. Jesus Christ, es ist richtig knapp. Rein da, let's go. Glück gehabt. Reicht nicht für Gold, aber wenigstens für Silber. Dann bleibt ja jetzt nur noch der Hindernisparcours. Wer auch immer du eigentlich bist, das habe ich noch gar nicht rausgefunden. Okay, los geht's. Erste Runde. Ich bin ja mal gespannt. Och nö, nicht ganz viele davon. Okay, danke, dass ihr die ausgelöst habt und nicht ich. Habe ich schon mal gesagt, dass ich Hindernisparcours einfach hasse? Oh mein Gott. Autsch. Das war dumm. Idiot. Wie es denn weggeboostet hat. Alter, Alter, mir geht's halt auch gar nicht. Was? Wie konnte das passieren? Hä? Ich bin so verwirrt. Wie konnte ich da zer... Hä? Ich hatte doch noch Hälfte Leben. Ich weiß nicht mal, wo meine Gegner sind. Was ist das denn jetzt hier? Autsch. Ich verliere das ja noch. Okay, ab ins Ziel. Vielleicht bin ich sogar Erster. Es könnte sogar echt sein. Ich bin Erster geworden? Nach der Leistung. Naja gut, da muss ich ja nur noch jetzt gewinnen. Nein. Och Mann. Ja gut, die zweite Runde war jetzt auf jeden Fall um einiges einfacher. War ja schon gefühlt alles hochgejagt. Da gab es keine Hindernisse mehr, die mir ein Problem werden konnten. Und somit bin ich Erster. Dieses Gesicht ist sehr verstörend. So, nachdem wir das jetzt alles geschafft haben, können wir endlich anfangen mit dem Krieg im chinesischen Meer. Aua, das ist ein bisschen unfair. Wieso hast du einen Oktopus auf dem Kopf? What the fuck? Sheng Shao, Xizhao, wie auch immer. Was eine komische Story schon wieder. Dieses Spiel verwirrt mich wirklich von Tag zu Tag mehr. Warum hatte der einen Tintenfisch auf dem Kopf? Ich verstehe es echt nicht. By the way, wir haben jetzt auch noch den Farbfelsen freigeschalten. Bringt mir jetzt aber auch nicht so viel. Ich nehme jetzt einfach. Jetzt ist natürlich die Frage. Die Dinger sind halt jetzt auch richtig gut. Wenn ich jetzt so Sprengstoff, Feuerwerksdings, Elefantenkühe und Steroidebullen und die Mine mitnehmen, dann würde ich die Kanone halt nicht mitnehmen können. Das ist ein bisschen doof. Wenn ich die Elefanten da lasse und nur mit Steroidebullen arbeite und dafür die Kanone mitnehmen, das könnte gar nicht so schlecht sein. Ich würde sagen, wir probieren es einfach mal aus. Ich würde sagen, wir beginnen hier auf der Geraden. Ich baue jetzt einfach hier direkt mal ganz viel Sprengstoff hin. Hinter den Sprengstoff Steroidebullen und vor den Sprengstoff Kühe. Ich muss aber auch erstmal eine Mine aufsuchen, weil ich, das ist jetzt erstmal wichtig. Wir haben sogar drei Minen hier. Nehmen wir natürlich alle mit. Die Strecke ist nur so riesig, Alter. Wie
wie komme ich da? Egal, komm, wir legen jetzt einfach los. Haben jetzt halt erstmal keine gute Verteidigung für die erste Runde, aber egal. Solange ich durchkomme, ist es mir eigentlich egal. Was seid ihr denn für Dinge? Weg mit euch. Oh nein, Frösche. Schau, die Steroide-Bullen funktionieren immer noch gut. Danke, Micking, für die Steroide, sonst hätte ich niemals diese Bullen haben können. Eieiei, diese Frösche sind so gefährlich, gell? Hilfe. Mein Gegner kommt jetzt halt easy durch. Ups. Ich stelle mich gerade aber auch ein bisschen blöd an, muss ich zugeben. Gegner ist schon getroffen. Lebenstechnisch natürlich auch gut getroffen. Das ist immer so ein bisschen blöd. Aber jetzt mache ich erstmal sehr, sehr wenig Schaden, leider. Wobei, fast mehr, als er mir gemacht hat. Easy. Okay, jetzt muss ich aber richtig in die Verteidigung investieren. Wir fangen an mit einer Schicht Explosionsstoff, dann einer Schicht Feuerwerkskörper, eine zweite Schicht Feuerwerkskörper, paar Kühe und nochmal ein bisschen Sprengstoff. Hier drüben baller ich jetzt mal die ersten Kanonen hin. Vorne noch einen Steroidenbullen hin. Okay, mein Gegner ist schon am Rollen. Das könnte ein Problem sein. Okay, wir können auch los. Ich habe jetzt auf jeden Fall dem Gegner einiges in den Weg geworfen. Er klebt auch schon an der Kuh. Ich muss jetzt nur gucken, dass ich diesmal schneller bin als er. Einfach für den Vorteil. Hallo, kann mir mal jemand erklären, wieso ich festgenagelt wurde? Hä? Wer nagelt mich denn fest? Warte mal, mein Steroide-Bulle kann mich festnageln? Was ist das denn für ein Müll? Wer hat sich das denn ausgedacht? Ey, der gegnerische Felsen wurde besiegt. Sehr schön. Jetzt muss ich nur noch ins Ziel kommen und alles super. Oh nee, so wird es aber nichts mit dem Ziel. Glaubt ihr, es kommt noch ein Rock of Ages 4? Das würde mich mal interessieren. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das Spiel sich so schlecht verkauft hat. Gegner ist schon wieder im Rollen. Ich merke gerade, dass mir es lebenstechnisch nicht mehr so gut geht. Das ist alles nicht so toll. Alles nicht so toll gerade. Nein. Ja, es wird jetzt langsam kritisch. Wir gehen erstmal hier rein da. Das war kaum Damage. Aber das war zu erwarten. Ja, mein Gegner hat nicht mehr so viel Leben, aber wir haben ja auch nichts, was ich ihm in den Weg stellen kann. Weil er wahrscheinlich zu schnell da sein wird. Habe ich ihn jetzt nochmal richtig zerstört. Vielleicht kann ich hier doch noch eine kleine Verteidigung aufbauen. Oh ne, er kommt durch. Ey, er wurde zerstört, let's go. Oh, Glück gehabt. Dann baue ich jetzt hier am Ende nochmal eine richtige Verteidigungswelle auf. Und am besten vorm Ende vor dieser letzten Kanone auch nochmal. Und dann kann es schon wieder losgehen. Ey, wenn ich jetzt eine gute Runde hätte, könnte ich gewinnen. Aber ich glaube, das müssen nochmal zwei Runden werden. Aua. Alter, ich werde aber auch so durchgereicht von diesen ganzen explosiven Sachen, ey. Alter, überall fliegt was auf mich zu. Autsch. Jetzt hat mein Ding schon wieder gar nicht mehr so viel Leben. So, auf ins Tor rein. Und jetzt aber mit richtig viel Schwung. Einmal noch. So, er kommt jetzt hier schon rüber. Zerstört jetzt leider einen Haufen Sachen, die ich eigentlich noch bauen wollte. Kriegt einen Haufen Damage. Ja, ich glaube, das wird noch ein bisschen spaßig für ihn heute. Ich baue trotzdem lieber noch mal ein bisschen Verteidigung auf. Oh, ich habe aber kein Geld mehr. Merke ich gerade. Ich meine, er ist noch mal voll. Er kommt jetzt hier noch mal rein. Das könnte noch spaßig für ihn werden. Ich blitze ihn einfach einmal und dann müsste er eigentlich down sein jetzt. Komm, Steroide-Bulle, warum machst du denn nichts? Let's go. Easy. So, einmal noch. Also ich glaube, solange ich durchkomme, müsste das Ding gewonnen sein. Dafür muss ich nur durchkommen. Einmal hier noch durch die Kanone durch. Mein Kollege kommt eh schon nicht mehr weiter. Autsch. Danke dafür, lieber Frosch. Oh, jetzt habe ich noch ganz schön Damage eingesteckt. Aber das kann mir egal sein. Hier ist schon das Tor. Und let's go. Und somit haben wir hier gegen China gewonnen. Ja, das war wieder mal auf jeden Fall eine einfachere Runde. Aber da es nicht zu langweilig werden soll, würde ich sagen, machen wir jetzt gleich weiter mit den Zeitrennen im Planet der Affen. Warum gibt es einen Planet der Affen? Ich frage aber nicht nach. Und wieso sieht der Planet der Affen eigentlich so aus? Was ist das denn jetzt hier? Map ist jetzt noch sehr solide. Ich glaube, ich lasse mir zu viel Zeit bei der Map, merke ich gerade. Oh, erster Fehler. Habe auch nur noch die Hälfte meiner Zeit schon weg, was? Habe ich mal ein bisschen beeilen müssen. Habe ich jetzt auch. Oh, das, warte mal, was? Das war wirklich eine der einfachsten Zeitrennen, die ich jemals gespielt habe. Was zum Teufel? Aber nicht mal Gold bekommen. Naja, gut. Dann ist es halt so. Dann hole ich mir jetzt mal schnell diese Einheiten hier. Die Einheiten sind, by the way, so ein komischer Ballon. Ist dieser Tigerballon? Ich weiß es nicht. Und diese komische Wal. Aber was macht denn ein Wal? Ja, das sind diese Tigerballons. Diese Tiger hängen sich an deinen Dings ran und dann tut's weh auf jeden Fall. Was machen diese Wale? Hö, die habe ich noch nie gesehen. Und wieso ist mein Gegner schon am Rollen? Ich glaube, ich habe da keine Chance. Glaub nicht, dass es was wird. Der Wal saugt mich an. Ah, ich verstehe. Okay, der spuckt mich sogar. Ja gut, dann habe ich den natürlich komplett falsch eingesetzt, aber das kann ich ja nicht wissen. Ja, ist klar. What the fuck? Hört ihr mal aufhören, mich zu mobben? Hö? Warte mal, wieso bin ich vorher am Ziel? Wie konnte das denn passieren? Und gewonnen. Easy. Das war irgendwie seltsam. Dann ab in den Hindernisparcours. Was bist du? Und warum bist du so hässlich? Also wirklich sehr hässlich. Oh, wir kämpfen gegen zwei Räder. Ja, das könnte lustig werden. Und wieso sieht es jetzt hier auf einmal so komisch aus? Die Räder haben halt ein Tempo drauf, ne? Also wenn Rock of Ages 4 kommt, erhoffe ich mir auf jeden Fall nochmal ein paar neue Missionstypen. Aber ich würde erstmal sagen, schöner erster Sieg für uns. Weil so gut wie Hindernisparcours und Skifelsen und wie das alles heißt sind, ich finde, wenn man jetzt nochmal Rock of Ages 4 machen sollte, müsste es nochmal so zwei, drei neue Aufgabentypen geben, das ein bisschen abwechslungsreicher ist. Die Hauptmission macht immer Spaß, da kann man gar nicht meckern, aber diese Nebenmissionen teilweise sind sehr, weiß nicht, einseitig. Hindernisparcours ist immer noch ganz unterhaltsam, aber zum Beispiel Lawine oder so, alles recht easy. Und hier ist dann der Sieg Nummer 2 und somit der Sieg im Hindernisparcours. Hier hinten können wir uns sogar noch eine neue Einheit freischalten, den Morgenstern. Ich glaube aber sonst müsste ich jetzt alles freigeschalten haben, was ich freischalten kann. Viele Folgen zu Rock of Ages wird es auf jeden Fall nicht mehr geben. Aber kommen wir jetzt erstmal zum Finale der heutigen Folge. Und zwar der Krieg auf dem Planet der Affen. Das könnte jetzt richtig verstörend werden.
Ist der hässlich? Ecke Mono. Was zum Teufel habe ich mir da gerade angeschaut? Jetzt führen Affen den Krieg? Ja, nee, vollkommen verständlich. Eigentlich müsste man so ein Ranking machen zwischen den verstörendsten Sachen in Rock of Ages. Auf jeden Fall nur noch 3 Räder und auch noch gar nicht mehr so viele Einheiten. Wir haben es echt bald durch. Jetzt schauen wir aber erstmal, was wir alles mitnehmen. Ich würde sagen, die gleiche Ausstattung wie beim letzten Mal. Wir bauen natürlich erstmal wieder volle Abwehrmechanismen auf. Ganz viele von diesen Bombendingern. Davor so viele Kühe wie möglich, dass man auch nicht springen kann. Und ich habe kein Geld mehr. Ich habe einen Fehler gemacht. Naja, kann ich wenigstens eine Mine aufstellen. Ja, es reicht sogar für 2. Also wenn er da easy durchkommt, weiß ich auch nicht weiter. Ich weiß, dass es nicht die effektivste Art und Weise für Abwehr ist, aber ist mir egal. Boah, eine richtig kurze Strecke, merke ich gerade. Es geht los und das könnte jetzt lustig werden. Oh, und der hat ein Rad. Okay, der hat Vorteile. Oh, und ich habe eine Explosion. Och nee, nicht die Tiger. Lass mich doch... Ey, was ist denn mit euch? Lass mich alle in Ruhe. Alter, ich krieg so viel Damage, ne? Hilfe, ist das schlimm. Ja, das ist eindeutig jetzt ein Problem. Und ich bin jetzt zwar im Ziel, aber ich werde viel zu wenig Damage machen. Muss viel mehr mit Bullen arbeiten. Das Problem ist einfach, dass der nämlich dadurch, dass er ein Rad hat, echt Vorteile hat. Okay, los geht's. Das ist so eine komische Map, muss ich auch zugeben. Alter, wie viel Damage ich schon wieder eingesteckt habe. Jesus Christ. Und der fährt einfach durch Explosionssachen durch. Den juckt das einfach nicht mal mehr. Ist das lächerlich. Naja, wir sind am Ziel, machen gut Damage. Ich muss hoffen, dass er nicht durchkommt. Oder zumindest nicht so viel Schaden macht, wenn er durchkommt. Weil Abwehr habe ich jetzt hier nichts mehr gegen ihn. Ich baue jetzt hier nochmal eine neue Abwehrwelle auf. Bringt halt recht wenig, ne? Eieiei, wie viel Damage der macht. Das wird immer richtig spannend. Das müsste bei uns beiden nicht reichen. Okay, ich kann los. Ich hoffe, ich schaffe das jetzt schneller als er. Nein, das war ein Fehler. Alter, das wird jetzt sogar echt nochmal richtig spannend. Weil ich bin auch schon im Ziel. Das ist gut. Es wird nicht reichen, aber es macht gut Damage. Alter, was zum Teufel? Wollt ihr mich verarschen? Oh, er ist noch hier vorne. Das heißt, wenn er hier landet, kann ich ihm hier noch eine Abwehr-Dings bauen. Ich meine, er lebt noch. Hat aber auch gar nicht mehr so viel Leben, der Kollege. Steroide-Bullen machen wieder einen guten Job. Let's go. Alter, wie viel Damage der einsteckt. Ja, keine Chance. Und komm, hau ihn weg. Nutz die Steroide, let's go. Ja, sehr schön. Da wurde es jetzt echt nochmal sehr spannend kurz. Jetzt muss ich nur noch durchkommen. Stell dich nicht an, Jan. Jan, du stellst dich an. Jan, du stellst dich an. Da vorne ist das Ziel. Komm schon. Let's go. Durch da. Und jetzt Gegas Tor. Das müsste reichen. Let's go. Da ist Affe. Den mache ich fertig. Dich überrolle ich. Du warst eine ganz schöne Challenge. Jesus Christ. Aber damit haben wir es geschafft. Meine Güte. Och, nö. Ich habe einen Game Crash. Jetzt ist mein... Och, nee. Bitte sag mir, das hat gespeichert. Oh, zum Glück, es hat gespeichert. Dann ist ja alles gut. Und dann war es das aber auch mit dieser Folge Rock of Ages 3. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Abonniert den Kanal, um die nächste Folge nicht zu verpassen. Denkt dran, das Projekt ist bald vorbei. Dementsprechend auf jeden Fall abonnieren, um das Finale nicht zu verpassen. Dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Haut doch rein und tschüss. Ach ja, und das Finale ist nicht die nächste Folge.